Hallo, herzlich willkommen heute im wahrsten Sinne des Wortes, gell? Wie bringe ich den Satz da rein? Das zeige ich euch jetzt gleich. Wir brauchen zwei verschiedene Teig. Der helle ist aus 175 Gramm Zucker, 175 Gramm Butter, 175 Gramm Mehl, drei Eier, Päckle Vanillezucker, zwei Teelöffel Backpulver, wenn man mag, rote Lebensmittelfarbe. Wer sich jetzt fragt, warum ich das immer vorlese, es gibt nur gleich die Schlechtsert. Ich tue die Sachen alle in meine Rührschüssel rein. Die Butter ist weich. Und lass die Arbeit mal meine Rührmaschine machen. Ich tue die Form fetten und streiche den Teig in die Form bei 170 Grad 50 Minuten. Dann mache ich den dunklen Teig aus 180 Gramm Mehl, 5 Eier, 200 Gramm Zucker, 200 Gramm Butter, 70 Gramm Kakao, ein Päckchen Vanillezucker, 2 Esslöffel Milch, 2 Teelöffel Backpulver, Schokoglasur und Dekoration, zum Beispiel Herzen. Ich habe jetzt den hellen Teig gebacken, den stürze ich aus der Form, schneide aber vorher an den Seiten runter und dann schneide ihn in Scheiben. Nimm meinen weihnachtlichen Herzensausstecher und stich damit Herzen aus dem Kuchen. Den Rest, den können wir bestimmt auch für irgendwas verwerten, aber dazu später. Ich tue den dunklen Teig auf den Boden streiche, setze die Herzen rein. Aber jetzt wiederum, gell? Okay. Also denkt bitte besser nach wie ich. Anders schon können sie rein. Die tun wir ganz eng aneinander. Und füllen dann den dunklen Teig links, rechts, an der Seite überall und oben auf. Das backen wir wieder bei 170 Grad 50 Minuten, streichen den dann mit der Schokoglasur ein, schneiden den auf, um dann zu sehen, dass wir die Herzen verdreht rum reingesetzt haben. Ich wünsche euch jetzt viel Spaß beim Nachmachen. Für euch Servus und Adi, eure Emma.